Servus und herzlich willkommen. Heute mal was ganz anderes, heute mal direkt vom Gym. Und zwar, was ich konkret in einem Workout mache und wie mein Workout aussieht. Und wir starten direkt los. So sieht das Workout aus. Ich zeige es euch direkt nebendran. Und wir starten direkt los mit dem Dumbbell Floor Press. Ja, oder erstmal aufwärmen und dann starten wir aus mit dem Dumbbell Floor Press. Was ich auch immer ganz gern mache, was eigentlich auch eine gute Übung ist, der Busfahrer. Oder die liegende Acht. Einfach um die Schulter ein bisschen aufzuwärmen. Jetzt vergessen zu sagen, wir machen ja heute ein reines, also ein komplettes Oberkörper-Workout. Das heißt Push- und Pull-Bewegungen. Ich versuche das möglichst zu integrieren, dass da noch ein flüssiger Übergang besteht. Aber eigentlich machen wir es auch immer abwechselnd. Also jetzt erst eine Push-Übung, dann kommt eine Pull-Übung, dann wieder eine Push-Übung und auch zwischendrin mal was, was ein bisschen auf beides geht. Jetzt holen wir uns direkt ein Gewicht, machen erstmal zwei, drei Sätze, um uns wirklich richtig aufzuwärmen. Gerade bei der ersten Übung ist das besonders wichtig. Und genau, jetzt erstmal ein bisschen leichter. Vielleicht gerade auch, wenn ihr die Übung noch nie gemacht habt, um besser reinzukommen, auch erstmal ein bisschen weniger Gewicht nehmen. Wobei das auf jeden Fall deutlich einfacher ist als das klassische Bankdrücken, Kurzhantelbankdrücken auf einer Bank. Wenn man eben noch nicht mehr so weit, nicht ganz weit runterkommt, hat den Support, extra Support vom Boden. Und das macht es ein bisschen einfacher, nimmt die Brust ein bisschen raus. Genau. Jetzt zeige ich euch gleich den Trick, den es da gibt, um die Hanteln hochzukriegen, weil man will ja auch nicht das hochcurlen, ab einem bestimmten Gewicht geht es ja auch einfach nicht mehr. Ja, ich muss jetzt auch ein bisschen heute insgesamt ein bisschen leichter machen, weil ich vor ein paar Tagen noch ein Shooting hatte. Hier sind auch ein paar Eindrücke davon, wen es interessiert, und da habe ich auch eine Zeit lang eine Vorbereitung gemacht, die jetzt halt dafür sorgt, dass ich auch ein bisschen schwächer bin. Ich habe auch Kreatin abgesetzt und so weiter, deswegen das erste Training danach jetzt vielleicht mal ein bisschen langsamer machen. Also, wie man die hochkriegt, ist, wenn ihr euch hinlegt, eure Arme ausstreckt, auf der Höhe müssen die Hanteln sein ungefähr. Dann die erste Hantel nehme ich immer mit der zweiten Hand hoch. Dann müsst ihr das halt kurz halten so. Und dann die zweite Hantel immer mit dem anderen Fuß drunter einmal. Und dann helft ihr euch quasi beim Hochkurbeln. Und dann geht es auch noch mit mehr Gewicht. Und dann müsst ihr werde ich versuchen, die Brust rauszuschrecken. Und dann die erste Wiederholung sieht immer ein bisschen hässlich aus. Und dann die Schultern wirklich nach hinten setzen, Schulterblätter zusammen, Brust raus und dann unten kurz pausieren. I've been counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. Okay, ich denke, das reicht jetzt. Ich denke, das war's jetzt mit den Aufwärmsätzen. Jetzt kann ich das Gewicht ein bisschen erhöhen und mal gucken, wie sich das anfühlt. Um sich warm zu halten zwischen den Sätzen, macht man einfach einmal den Rollladen hoch. Das ist das beste Trainingsequipment, das es hier gibt. Da draußen wartet sie auf mich. Ja, weiter geht's. Ja, das war jetzt dumm. Ja. Deswegen muss man auf seinen eigenen Tipp hören. Die Höhe zuerst anpassen. Langsam runter. Kann nicht zu schnell aufstehen. Jetzt wird man bewusstlos. Also Vorteil von der Übung ist halt, dass wenn eure Brust dazu neigt, die Übung zu dominieren, also das allgemeine Bankdrücken, dann ist die Übung hier sinnvoller, weil dadurch, dass ihr unten eben nicht mehr diesen extra Stretch habt, dadurch, dass die Ellbogen tiefer kommen als eure Mittellinie quasi, oder tiefer als euer Körper,
habt ihr den extra Stretch in der Brust halt eben nicht. Das heißt, das Ganze wird ein bisschen mehr eine Trizeps-dominante Übung oder Schulterdominant. Je nachdem auch, wie nah ihr euer Ellbogen drin lasst. Und wenn euer Sticking Point beim Bankdrücken, also wo ihr es dann nicht mehr rausschafft, bei der letzten Wiederholung quasi, weiter oben ist, ist das sinnvoller, weil dann könnt ihr euren Trizeps mehr trainieren. Und das bringt euch dann letztendlich auch im normalen Bankdrücken auf der Flachbank eben wieder mehr. Zusätzlich ist es auch einfacher, die Übungen auszuführen. Das heißt, man kann mehr Gewicht nehmen und den Trizeps und die Schulter einfach mehr überladen. Weil man eben nicht mehr diesen extra Weg gehen muss, den Support vom Boden hat. Und gerade auch, wenn man den Support vom Boden hat, kann man das Gewicht auch leichter fallen lassen. Man traut sich auch mehr Gewicht zu nehmen, weil man eben direkt schon am Boden ist. Das heißt, man kann sich in der Schulter auch nicht so krass verletzen. Natürlich ist es trotzdem möglich, die Hantel kann einem immer noch ins Gesicht fallen. Aber es ist trotzdem einfacher und sicherer. Ja. Also als nächstes dann der Chin-Up, am besten mit ein bisschen extra Gewicht, wenn es geht. Wenn nicht, auch nicht schlimm. Und zwar eigentlich auch eine meiner Lieblingsübungen für den Bizeps. Denken meisten gar nicht, dass das für den Bizeps ist, eigentlich auch eine Lat-Übung natürlich. Aber um den Bizeps zu überladen, ist eben auch sinnvoll, mal besonders viel Gewicht zu nehmen. Und das kann man bei einem Standard-Curl halt eben nicht. Und deswegen hat man hier die Möglichkeit, das zu tun. I've been counting down the days, counting down the days to get out. I've been looking for a way from this town. And you're too far away to help me now. Bei so ganz anstrengenden Sätzen wird einem immer so ein bisschen, nicht direkt schwarz vor Augen, aber geht so in die Richtung. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Regel Nummer 1. Wenn du willst, dass es aussieht wie mehr, nimmst du einfach 2 Plates anstatt 1. Und beim letzten Satz, jetzt machen wir noch mal ein bisschen länger Pause, damit wir beim letzten Satz noch ein bisschen mehr Gewicht nehmen können. Und dann nach dem letzten Satz folgt direkt ein Dropset zu normal Chin-Ups ohne Gewicht. Genau, das heißt, wir machen jetzt quasi 2 Sätze direkt hintereinander. Das heißt, wir machen jetzt ein bisschen extra Pause, dass wir noch die Energie haben, da richtig durchzuziehen. Und jetzt hier, wie gesagt, beim nächsten dann nochmal mehr anzunehmen. Auch wichtig anzumerken, wenn man die letzte Wiederholung, wenn man genau weiß, das ist die letzte Wiederholung und man schafft nicht mehr, und die dann eben noch rausdrückt, dann braucht man natürlich umso mehr Pause. Ja, also es ist nicht linear, sondern gerade wenn man die letzte Wiederholung noch rausholt, dann braucht man umso mehr Pause, um wieder aufs gleiche Level zu kommen. Deswegen, je nachdem, wie ihr es machen wollt, aber es ist auch oftmals sinnvoll, dann einfach am letzten Satz der Übung das zu machen, wenn man dann sowieso eine andere Übung macht und dann halt eben nicht mehr unbedingt auf dasselbe Level sich regenerieren will. Aber da ich ja jetzt eben den letzten Satz nochmal mehr Gewicht nehmen sollte, hätte ich die letzte Wiederholung vielleicht nicht unbedingt noch rausdrücken müssen. Aber spielt keine Rolle, macht man jetzt ein bisschen länger Pause. Die schweren Sätze brauchen immer nochmal mehr Motivation. Und jetzt direkt, wenn es geht, direkt nochmal, direkt weiter. Direkt das Dropset danach. Jetzt kommt der Shovel Curl. Shovel Curl ist eine richtig gute Zwischenübung sozusagen, also zwischen einem Pull und einem Push, weil wir curlen aus das Gewicht hoch. Ich zeig's euch einfach direkt. Curlen aus das Gewicht hoch. Quasi, das ist jetzt Bizep. Dann drücke ich so mit der Schulter rüber, das wieder runter und dann negativ den anderen Arm rüber. Und so habe ich schön die Push- und die Pull-Muskulatur kombiniert. Genau, und habe einen guten Übergang geschaffen, um danach dann die Schultern anzugreifen direkt. Jetzt brauche ich aber noch ein bisschen Pause. Also jetzt über Kopf drücken, aber wir machen eine leichte Rotation mit, also wir starten so und drehen uns dann auf quasi, dass der Muskel von allen Seiten ein bisschen getroffen wird. Ist besser als nur hoch, es wäre dann mehr die vordere Schulter oder nur von der Seite, wäre dann mehr nur die seitliche. Machen eine flüssige Bewegung, um die alle Richtungen quasi abzudecken. Und direkt danach dann ein Dropset mit ein paar leichteren Hanteln, und zwar direkt Side Raises. Also es hat keine schwereren Hanteln gehabt, zumindest nicht die, die ich wollte.
Das heißt, jetzt mache ich es einfach alles ein bisschen langsamer, um noch mehr Spannung zu erzeugen, die ich eigentlich gehabt hätte, wenn ich mehr Gewicht hätte nehmen können. Deswegen machen wir das jetzt einfach ein bisschen langsamer. Dropsätze. So anstrengend. Ach du Kacke. Man kann jetzt hier auch ein bisschen mehr nehmen. Hatte jetzt auch schon länger keine richtige Trizeps-Isolationsübung. In dem Workout ja noch gar nicht. Hier auch ganz wichtig, nicht hier stoppen, weil da ist gar keine Spannung auf den Trizeps, sondern bis hier circa gehen. Dann nach hinten, bisschen den Stretch holen. Und dann bis hier stoppen. Dass da noch Spannung drauf ist. Bei der Übung kriegt der Trizeps einen richtig guten Stretch. Und das hilft dem Longhead. In der Longhead kriegt ihr den Stretch, das hilft dem extrem beim Wachstum. Tomatenmodus ein. Ach du Kacke. Gym-Weisheit, Psalm 42. Das Trizeptraining ist erst abgeschlossen, wenn man signifikant weniger Definition im Trizep erkennt. Dann hat der Trizep einen richtigen Pump und dann darf man das Training langsam beenden. Und darauf noch ein Satz. Ein Satz noch. Dann können wir es sein lassen. Letzter Satz. Wer jetzt auch einen Trainingspartner hat, ist wahrscheinlich sinnvoll, dann gerade bei den letzten Wiederholungen sich noch ein bisschen helfen zu lassen, dass der Trizep und vor allem ihr selber auch wirklich ins Heulen kommt. Also das war's. Also danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war interessant für euch, mal zu sehen, wie ich wirklich trainiere. Und wie mein Training im Gym tatsächlich aussieht. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst mich wissen, lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar da und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, lasst mich auch das wissen. Und ich werde jetzt abdüsen mit der Gertrud, meinem Schätzchen. Wenn ihr mehr von der sehen wollt, dann sagt mir in den Kommentaren. Bis dahin, macht's gut. Ade.